Ja, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Ja, heute hier so ein Überblicksthema, wenn dich diese eher das große ganze Themen interessieren, schau mal in meinen Kurs Spiritualität und nice geiles Leben. Selbstliebe-Challenge geht bald los. Gibt einen privaten Kanal von mir jetzt auch, Hemschemeier privat. Wenn du mich unterstützen willst und meine Videos cool findest, denk mal über die Kanalmitgliedschaft, hat mir YouTube netterweise eingerichtet nach 4,99 im Monat, gibt auch mal extra Videos und so weiter zu finden auf der Kanalseite von, also ja, wahrscheinlich siehst du es jetzt vor dir, einen Button dafür. Ja, Thema heute ist, ja, in toxischen Beziehungen haben wir ja immer wieder diese Täter-Opfer-Dynamik. Und ich habe ja schon x Video über die Täterseite gemacht und ich will die auch überhaupt nicht verharmlosen. Ist schlimm, was da passiert. Unachtsam, unempathisch, missbräuchlich. Alles richtig. Nur, wir wissen ja, wir können ja den anderen nicht ändern. Und können auf unsere Seite gucken, ne? Also du kannst den anderen nicht heilen, aber du kannst den Teil in dir versuchen zu heilen, der dich in toxischen Beziehungen gehalten hat, weil da gibt es einen, ne? Zum Stecker gibt es eine Steckdose, ne? So, wenn du gar nichts mehr zu tun hast, ja, wirst du da schnell wieder rausrutschen, so. Und was ich mal spannend finde, es gibt so einen Kanal, ich sage jetzt nicht welchen, den ich immer mal verfolgt habe in den USA. Kleinerer Kanal mit einer, ja, die YouTuberin, die das gemacht hat, ich finde die eigentlich auch echt cool, habe das gerne geguckt. Und hat enorm engagierte Videos gemacht gegen narzisstischen Missbrauch und Selbstliebe. Ey, großartig, ne? Dann hat man so ein Jahr nichts von ihr gehört. Und, aber ich weiß nicht, in längeren Zeitraum schon gewundert, dann hat sie nochmal so ein etwas verwirrendes Video gemacht. Irgendwie, glaube ich, muss man erstmal schaffen, so viel Dislikes gekriegt hat wie Likes, glaube ich. Also sehr verwirrend, ich fand es auch sehr verwirrend, aber dann wieder nichts gehört. So, dann taucht sie plötzlich wieder auf und sagt, ich bin wieder mit dem Narzissten zusammengekommen, bin wieder reingefallen. Bis dahin, super ehrlich, super verständlich, kann jedem passieren. Man denkt, man ist raus und gerät dann doch wieder rein. Also super menschlich, kann auch natürlich auch jemand passieren, der da eigentlich schon Ahnung von hat, absolut. Ne? Und trotzdem, ja, gibt es eben immer noch was zu lernen, möchte, sagt die Seele halt, ja, du kannst da noch einen Schritt weiter gehen, schickt einen wieder in so eine Geschichte rein, irgendwie. Absolut. Und was mir dann sehr aufgefallen ist, dass dann wirklich, also im ganz kurzen Abstand täglich Videos kamen, wie der böse Narzisst, wie man doch wieder reinfällt auf einen Narzisst, der hinterhältige Narzisst, die Spielchen des Narzissten, also totale, obwohl sie das vorher, also ich habe die wirklich viel geguckt, komplett abgelehnt hat, diese ich bin ein Opferhaltung, ich habe da gar nichts mit zu tun, macht sie es dann total, wirklich in einem Video nach dem anderen. Mir geht es jetzt gar nicht mehr um diese YouTuberin, aber mir geht es darum zu sehen, das ist auch eine Falle, so, ne? Zu sehen, ja, ich bin so eine arme Wurst und wieder bin ich reingefallen. Und dann sagt sie, bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber sie sagt dann, ich ziemlich sicher eigentlich schon, in einem Nebensatz sagt sie, dass das ein Model gewesen wäre. Und dann dachte ich mir, ja, also, das ist ja das Problem, dass unser eigenes Ego da immer drin hängt in diesen Beziehungen. Ne? Das eigene Ego sagt sich dann halt, ach, scheiß was drauf, das sieht so gut aus oder die sieht so gut aus oder die ist so herrlich crazy oder toller Status oder ist so viel jünger, so viel älter, so viel, ich weiß nicht was, also was für dich halt einen hohen Wert hat, so ja, äußeren Merkmalen, also äußeren Merkmalen jetzt im weiteren Sinne. Und wer ist dafür zuständig? Natürlich dein eigenes Ego. Dein Ego sagt dann, geil, Model, ist total menschlich, ne?
Also ich finde es super menschlich und ist auch überhaupt nicht schlimm. Nur dann wäre es wirklich gut und sagt, ich finde das auch nicht schlimm, wie die das jetzt aufbereitet, aber ich sage das für euch jetzt mal. Guckt wirklich, was hält euch drin an, weil oft hält dann das eigene Ego drin, nicht nur das innere Kind, ne, was unbedingt diese Heilung haben will. Also Heilung in Anführungsstrichen, dass ein nicht verfügbarer Partner verfügbar gemacht wird, habe ich ja in vielen anderen Videos x-fach analysiert. Aber heute mal, dein Ego hält dich auch drin. Dein Ego denkt, ach, so eine geile Aufwertung, der ist mit mir zusammen. Und das ist ein Riesenpunkt, dass man in diesen Beziehungen bleibt. Und dann kann man da rausgehen, kann man rausgeworfen werden und kann sagen, scheiße, ich bin wieder toxische Beziehung, habe mich wieder verarschen lassen. Alles okay. Man kann auch mal sagen, ja, finde ich total scheiße, dass ich wieder so manipuliert worden bin. Aber man muss dann auch sagen, ey, Kacke, ich bin wieder, auch ich, bin auf mein, hab mein eigenes Ego an Steuer gelassen. Und, ja, ich habe da einen großen Anteil dran. Oder zumindest wie groß, muss jeder für sich gucken, aber ich habe da einen Anteil dran, dass ich da drin geblieben bin. Wenn ich nicht mein Ego so an Steuer gelassen hätte, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr drüber weggeguckt, ob jemand Model ist oder nicht Model ist. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das könnte mir auf gar keinen Fall passieren. Sei dir nicht so sicher. Es ist echt eine große, große Falle. Und das ist auch ein Problem bei Menschen, die wissen ja häufig auch, dass sie bestimmte Attribute haben, die viele gut finden. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alle hübschen Menschen nur toxische Beziehungen führen. Überhaupt nicht, ne? Also überhaupt nicht. Es gibt viele attraktive Menschen, die großartige Beziehungspartner sein können und viele Menschen, ja, und ist egal. Gut, aber natürlich ist es, ja, ist es manchmal schon so, dass vielleicht manche Menschen da länger mit durchkommen, weil sie Gesellschaft oder ihre Partner sie auch länger haben damit durchkommen lassen, irgendwie so, ne? Und dann der Druck, sich zu verändern, vielleicht später einsetzt oder gar nicht, oder es ist so gar nicht vorgesehen in deren Lebensplan, keine Ahnung. Aber wie gesagt, seid vorsichtig. Und es gibt ja auch viele, auch durchaus gute Angebote, gerade auf YouTube, wo wirklich endlos hergezogen wird. Also, wie gesagt, es ist total richtig zu sagen, ich finde es voll scheiße, dass ich belogen worden bin, manipuliert worden bin. Alles gut. Ja, kann man sich auch eine Zeit lang reinziehen. Aber irgendwann muss man wirklich gucken, hey, ich war Teil davon und auch ich habe diese Sachen in mein Leben gezogen irgendwo, ne? Meine Seele hat irgendwo da mitgespielt, aus einem höheren Grund, der mir vielleicht nicht immer eingängig ist, aber meistens eben mit Entwicklungen zu tun hat, in Selbstliebe kommen, an eigenen Grenzen arbeiten, was man sonst nicht machen würde, so, ne? Wenn man nicht so hart getestet wird, so, ne? Aber seid vorsichtig mit dieser Haltung oder auch wenn ihr Material euch reinzieht, wo es immer nur darum geht, ja, ich habe da gar nichts mit zu tun und das ist Teil der toxischen Beziehungsebene, sich so da drin zu sehen. Und wenn ihr raus wollt, müsst ihr beide Positionen transzendieren. So. In diesem Sinne, wir werden es mal